Das Schicksal der Sudetendeutschen ist wohl eines der tragischsten im 20. Jahrhundert. Gefangen zwischen deutscher und tschechischer Kultur wurden sie 1938 an das Deutsche Reich angeschlossen, um später alles, was sie besaßen, zu verlieren und für alle Zeit vertrieben zu werden. Doch die über 1000-jährige Geschichte dieser Volksgruppe zeigt noch zahlreiche weitere Facetten und ist geprägt von einem stetigen Auf und Ab. Doch warum fand sich in Tschechien überhaupt so eine große Anzahl Deutscher wieder? Warum wurden die Sudetendeutschen immer wieder zum Spielball der Großmächte? Und was wurde bis heute aus dieser Volksgruppe? All diese spannenden Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Schauen wir uns dabei zunächst an, wer diese Menschen, die als Sudetendeutsche bezeichnet werden, überhaupt genau sind und welches Land sie ihre Heimat nannten. Die Sudetendeutschen sind eine ethnische Gruppe deutscher Abstammung, die historisch in den Grenzregionen des heutigen Tschechiens, insbesondere im Sudetenland, angesiedelt war. Das Sudetenland bezeichnet dabei ein Gebiet entlang der nordwestlichen, westlichen und südlichen Grenze des heutigen Tschechiens. Es umfasst ein bergiges Territorium, das durch die sogenannten Sudeten und andere Gebirgsketten gekennzeichnet ist. Daher kommt also auch der Name. Und während der Geschichte war die Region stets ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Völker und insbesondere ein Treffpunkt für Germanen und Slawen. Doch wie kam es schließlich zur Entstehung der Sudetendeutschen? Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass der Begriff Sudetendeutsche erst mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Gründung der Tschechoslowakei entstand. Von da an setzte er sich als Sammelbegriff für die über 3 Millionen Deutschen in den böhmischen Ländern durch. Zuvor wurden diese dabei häufig als Deutsch-Böhmen, Deutsch-Mährer oder Deutsch-Schlesier bezeichnet. Doch ich werde zur Vereinfachung den Sammelbegriff Sudetendeutsche verwenden, wobei damit alle historischen Volksgruppen bezeichnet werden. Denn ihre Wurzeln können bis ins Mittelalter zurückverfolgt werden. In dieser Zeit ließen sich zahlreiche deutsche Siedler im Königreich Böhmen, einem historischen Territorium, das ungefähr das heutige Tschechien umfasst, nieder. Sie wurden dabei von den lokalen Herrschern eingeladen, um das Land zu kultivieren und zu entwickeln. Und die damalige Migration legte den Grundstein für eine reiche und komplexe kulturelle Landschaft, in der sich deutsche und slawische Einflüsse vermischten und interagierten. Ursprünglich waren die Grenzen auch noch nicht so eindeutig festgelegt und es gab einen fließenden Übergang von deutschen und slawischen Territorien. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die gesamte Region Teil eines gemeinsamen Großreichs, des Heiligen Römischen Reiches, war. Und Böhmen galt dabei als einer der wichtigsten Gliedstaaten des Reiches. Besonders die Luxemburger Dynastie, die im 14. Jahrhundert an die Macht kam, festigte die Position Böhmens als zentrale Macht im Reich. Unter der Herrschaft von Karl IV., einem der bemerkenswertesten Monarchen des Mittelalters, erlebte Böhmen eine Blütezeit. Denn er war nicht nur König von Böhmen, sondern auch oberster Herrscher des gesamten Heiligen Römischen Reiches. Er machte Prag zur kulturellen und politischen Metropole des Landes und so zog es auch viele Menschen, insbesondere aus den deutschsprachigen Gebieten, in die Stadt und die umliegenden Regionen. Und dieser Trend setzte sich auch fort, als die Habsburger die Kontrolle über Böhmen im 16. Jahrhundert übernahmen. Das Sudetenland wurde dabei fest in die Strukturen der Habsburger Monarchie integriert, wobei die Gemeinschaft maßgeblich zur wirtschaftlichen Blüte der Region beitrug, indem sie Handel, Handwerk und Kultur förderte. Wir sehen also, dass die Sudetendeutschen zunächst in relativer Harmonie mit den benachbarten slawischen Völkern lebten. Doch springen wir nun ins 19. Jahrhundert, eine Zeit, in der der gesamte europäische Kontinent einen gewaltigen Umbruch erlebte. Denn in vielen Teilen des Kontinents breitete sich eine Welle von Nationalbewegungen aus, die das Gesicht des Kontinents nachhaltig veränderte. Diese Ära zeichnete sich durch die Zunahme von Nationalismus und ein Streben nach Selbstbestimmung aus, wobei sowohl die Sudetendeutschen als auch die Tschechen ihren Platz in der sich wandelnden politischen Landschaft suchten. Es war eine Zeit der Veränderung, in der die Grundlage für die zukünftigen Konflikte, die das 20. Jahrhundert prägen sollten, gelegt wurden. Und einer dieser Wendepunkte in der Geschichte der Sudetendeutschen war dann der Erste Weltkrieg. Wie viele andere Bevölkerungsgruppen des österreich-ungarischen Habsburgerreiches wurden auch die Sudetendeutschen mobilisiert, um in der kaiserlichen Armee zu dienen. Doch während des Krieges, der bei vielen Ethnien Österreich-Ungarns extrem unbeliebt war, wuchs auch das Nationalbewusstsein an und dieser Prozess führte noch während des Krieges zum Auseinanderbrechen der Doppelmonarchie. Ab 1918 entstanden so zahlreiche neue Staaten auf dem ehemaligen Territorium Österreich-Ungarns. Und eine dieser Staaten war die erste tschechoslowakische Republik, die unter anderem das gesamte Gebiet des ehemaligen Böhmens und damit auch das Sudetenland einschloss. Die deutsche Minderheit fand sich nach dem Krieg also in einer völlig neuen politischen Realität wieder. Obwohl die Republik zwar demokratische Prinzipien verkörperte, erlebten die Sudetendeutschen eine Periode der Marginalisierung und des Unbehagens, da sie sich in ihren kulturellen und politischen Rechten eingeschränkt fühlten. Der junge tschechoslowakische Staat sah sich dabei mit der Machtfestigung und der Definition einer gemeinsamen nationalen Identität konfrontiert und für die Ansprüche der Sudetendeutschen blieb da wenig Platz.
Diese Spannungen sorgten für eine wachsende Unzufriedenheit und setzten die Bühne für die kommenden Ereignisse. Während zunächst noch viele Sudetendeutsche versuchten, den Staat aktiv mitzugestalten, entstand ab den 30er Jahren eine Gruppe von Negativisten, die den Staat strikt ablehnten. Der Begriff Negativismus stellt dabei das Gegenteil von Aktivismus dar und war geprägt durch Boykotte der deutschen Bevölkerung sowie aktive Pläne zur Abspaltung von der Tschechoslowakei. Die sogenannte Sudetendeutsche Heimatfront, eine dem Nationalsozialismus nahestehende Organisation, prägte von da an den politischen Diskurs durch Anschlussforderungen an das Deutsche Reich. Und so traf schließlich die Unzufriedenheit der Sudetendeutschen auf die Großmachtsfantasien Hitlers. Für diesen war dieser ethnische Konflikt natürlich ein gefundenes Fressen. Er unterzeichnete 1938 das Münchner Abkommen, einen diplomatischen Vertrag, der einen dunklen Punkt in der europäischen Diplomatie darstellte. Unter immensem Druck von Nazi-Deutschland und mit der Zustimmung der westlichen Mächte wurde darin die Angliederung des Sudetenlands an das Deutsche Reich beschlossen, wobei die tschechoslowakische Politik keinerlei Mitspracherecht hatte. Dieser Akt der Annexion war dabei ein klares Zeichen für das Versagen der Appeasement-Politik der Westmächte, die Hitler lange Zeit gewähren ließen, in der Hoffnung, dass er irgendwann zur Besinnung kommen würde. Das Sudetenland wurde also, wie Hitler es bezeichnete, heim ins Reich geholt. Während es zwar auch einige kritische Stimmen aus dem Sudetenland gab, war ein Großteil der Deutschen damit wohl auch sehr zufrieden. Es begann die umgehende Gleichschaltung der Bevölkerung und die Sudetendeutschen beteiligten sich am Holocaust, an der Ermordung von Sinti und Roma und weiteren Verbrechen des NS-Regimes. Zudem wurde die tschechische Minderheit im Sudetenland stark unterdrückt und häufig zur Zwangsarbeit gezwungen. Doch schon bald sollte sich das Schicksal ändern. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs, unter dem Druck der Alliierten und mit der Zustimmung der Potsdamer Konferenz, wurde eine radikale Politik der Vertreibung der sudetendeutschen Bevölkerung durchgeführt. Viele wurden gewaltvoll ausgewiesen, zahlreiche Menschen starben und die Gemeinschaft, die über Jahrhunderte Bestand hatte, wurde von jetzt auf gleich auseinandergerissen. Lediglich einige benötigte Facharbeiter sowie Gegner und Verfolgte des NS-Regimes durften bleiben, der Rest musste die ehemalige Heimat für immer verlassen. Viele flohen daraufhin nach Bayern, Hessen, Sachsen-Anhalt und nach Thüringen. Die Eingliederung der Sudetendeutschen war dabei aber nicht einfach, da sie nun häufig stigmatisiert wurden und in einer Identitätskrise steckten. Erst ab den 70er Jahren begann eine langsame Assimilierung der Sudetendeutschen und sie wurden in die deutsche Gemeinschaft integriert. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Sudetendeutsche Landmannschaft, eine Organisation, die die Interessen der vertriebenen Sudetendeutsche vertrat und sich für die Rechte und Anerkennung der Vertriebenen einsetzte. Und 1997 erreichte dann auch die Aussöhnung zwischen den Sudetendeutschen und den Tschechen einen wichtigen Meilenstein. Es wurde die deutsch-tschechische Erklärung unterzeichnet, die die gemeinsame Absicht der Überwindung der belastenden Vergangenheit und die Förderung von freundschaftlichen Beziehungen formulierte. Dieses Abkommen legte den Grundstein für eine neue Ära des gegenseitigen Respekts und der Zusammenarbeit, wobei beide Seiten Verantwortung für die begangenen Unrechte übernahmen. Und bis heute fand dabei eine gelungene Integration der Sudetendeutschen in die deutsche Gesellschaft statt. Zum Erhalt der Sprache wurde dabei ein sudetendeutsches Wörterbuch angefertigt, das die Dialekte und Mundarten festhielt. Und in München erzählt bis heute das Sudetendeutsche Museum die über tausendjährige Geschichte der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien. Falls einige Zuschauer mit sudetendeutschen Wurzeln dieses Video sehen, würde ich mich auch sehr freuen, eure Geschichte in den Kommentaren zu hören. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wenn ihr euch jetzt noch für die Geschichte Schlesiens interessiert, dann kann ich euch noch sehr dieses Video empfehlen. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.